Hallihallo und herzlich willkommen bei einem News-Video wieder. Und ja, ich habe ein kleines Modpack gemacht mit dem Millionaire-Mod. Der ist jetzt auf der 1.7.10 erschienen. Und noch ein paar andere Mods, zum Beispiel Improving Minecraft mit verschiedenen Sachen, die einfach ein bisschen Minecraft besser machen. Oder ein bisschen schlechter, je nachdem. Ein bisschen schwer. Und ja, ganz viele andere Mods. Ich habe jetzt nämlich längere Zeit nicht aufnehmen oder livestreamen können, weil ich so niedrigen Blutdruck hatte. Es ist wirklich schlimm. Also ja, wenn ich jetzt nicht rede und einfach für mich hinspiele, dann geht's noch knapp. Aber ja, ich kann einfach keine Videos mehr machen und momentan nicht livestreamen. Jetzt kann ich zwar wieder ein bisschen Videos machen. Ich habe jetzt extra gewartet, bis mir relativ gut geht, weil ich ja Probleme mit der Leber habe. Ja, die Leber produziert manchmal keinen Zucker mehr oder manchmal zu viel Zucker, je nachdem. Das verändert halt immer wieder ja, den Haushalt vom Zucker und ja, da kann ich nichts dafür. Das ist einfach meine Krankheit momentan. Und morgen habe ich so einen Check. Ich hoffe, ja, es ist übermorgen. Übermorgen habe ich so einen Check. Da muss eine Nadel in die Leber gestoßen. Also ja, muss eben so Proben aus der Leber haben. Das kommt dann noch eine zweite Nadel rein, die dann das alles rausholt. Ein bisschen, einfach ein kleines bisschen, nicht alles. Und ja, ich hoffe, dann gibt es wenigstens ein paar ja, Sachen, die angezeigt werden oder so, dass es mir wieder besser geht. Weil eigentlich will ich ja jetzt wirklich viel Sport machen und euch auch viel Spaß mit Videos und Livestreams geben. Einfach Content geben und so weiter, weil ihr habt es jetzt momentan wirklich verdient. Es sind viele auch neue gekommen. Und ja, wenn ich jetzt wieder Pause mache, dann kann es schon sein, dass dann wieder die Community weg ist. Und ich will ja natürlich euch treu bleiben, oder? Ich mache es ja für euch. Und deshalb, ja, muss ich schauen, dass ich halt einfach, wenn es geht, Videos machen kann. So, und das ist jetzt eigentlich das erste Video. Ich habe noch ein anderes Modpack, das aber ein bisschen schwer ist. Ich werde es aber extra nicht so machen, dass ich jetzt da alles nachschaue, sondern nur das Wichtigste nachschaue, dass ich da ein bisschen mit euch... Okay. Etwas, ja... Ja, dass ich da mit euch zusammen ein bisschen besser also reinkomme oder so. So, wir haben, okay, Norman gemacht, gut. Scheinbar gibt es leider hier in diesem Flat World nur Norman und Byzantiner. Das ist ein bisschen schlecht, aber gut. ich werde euch sicher mal noch ein Let's Play von diesem Modpack ja, bringen, aber ich habe irgendwie noch ein paar wenige Mods, die wirklich jetzt sehr motivieren oder so. Ja. So, scheinbar kann man mit einem anderen Modpack, das heißt Aeon und gibt es beim Twitch Launcher. Kann man am Anfang nicht gleich Holz abbauen und eine Holzaxt machen und so weiter. Das ist ein bisschen schlecht, natürlich, für Neulinge. Aber ich glaube, man kommt schon gut rein. Und ja, muss man da einfach schauen. Ich werde heute schon mal ein Part davon aufnehmen. Und mal schauen, wie gut das bei euch ankommt.
Aber eben, ich brauche wahrscheinlich Hilfe und ja, ich bin ja noch nicht so beliebt. In letzter Zeit wurde es schon viel besser, aber natürlich weiß ich jetzt nicht, ob es viele Leute gibt, die da irgendwie die Mühe machen, mir irgendwie zu helfen. Muss ich halt schon ein bisschen Hilfe aus dem Internet holen zwischen Parts. Deshalb mache ich da auch noch nicht so ein Livestream-Projekt draus. Eher ein Let's Play und von diesem Modpack halt auch. Was ich sicher machen werde, ist Dynasty Warriors 9. Das ist ja so eine Spielreihe, die mir extrem liegt, weil es extrem viel Action ist. Und das vielleicht manchmal im Livestream. Weil ja, so viel Story ist es ja auch nicht und man kann wahrscheinlich mehrere Games anfangen, hoffentlich. Oder ich mache einfach ein Let's Play dann später. Ja, bei Path of Exile bin ich momentan nicht mehr so drin. Es ist einfach Hardcore in diesem hohen Map-Schwierigkeitsgrad. Also ich bin über Tier, ich bin glaube Tier 7 oder 8 und wenn man bedenkt, es gibt bis 16 und dann kommen noch nein, da kommen noch andere Maps, die noch schwerer sind. Und ich bin eigentlich ausgeskillt, also ich muss nur noch live skillen und das ist. Ja, ich stirb einfach viel zu schnell immer wieder. Und obwohl ich eigentlich ein Tank bin, Life Leech Tank und Armor Tank und trotzdem, ja, weiß auch nicht, wie ich mal weiterspielen soll dort. Die Entwickler übertreiben halt langsam extremst mit dem Schwierigkeitsgrad. Ja. Kingdoms Come Deliverance eventuell, wenn ich dann wieder Geld habe. Das kann ich halt nicht direkt bei Release kaufen. Das ist, glaube ich, jetzt schon bald oder war schon. Nein, noch nicht. Ja, ich kann viel bringen in der nächsten Zeit, solange ich eben gesund bin. Und eben, wenn ich ja nicht gesund bin, dann tut es mir leid. Ein Sidre. Das ist ein Sidre. Das sind so Quests, wo man einfach irgendwo etwas von denen so Spezialitäten geben muss. Und ich weiß nicht, was ein Sidre ist. Seide. Kutsch. Sake. Sake ist für die Japaner. Das ist ja der Reisschnaps. Aber ein Sidre finde ich gerade nicht. Ah, da. Ich studiere eben so ein Inventar. Hier habe ich auch den Malvasia-Wein für die Byzantine. So. Haben wir schon ein bisschen Reputation. Diese Bällchen, die gehen nicht weg. Man muss es immer weg abschütteln. Also ist heftig. Weiß auch nicht wieso. Der grüne Stab können wir mal reinlegen. Und diesen Schmarrn hier auch. So. Gut. Hat hier immer noch eine Quest? Nö. Ich werde natürlich dann noch mehr zeigen, wenn wir das Let's Play starten. Aber zuerst will ich ja Aeon starten. Einfach mal anschauen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich kommen kann. Aber ich denke schon weit. Man braucht halt extrem Skill mit dem Kämpfen und mit dem Minen, mit dem Leveln braucht man viel Zeit. Ob das jetzt wirklich etwas so ein Let's Play ist. Aber ich werde jetzt einfach mal starten. Ich bin ja nicht einer, der wirklich immer zwingend alle Let's Plays fertig machen muss, weil ich ja eher euch Video zeige, so wie ich Spaß habe. Und wenn ich ja halt nicht mehr Spaß an einem Projekt habe, ja, es kommt aber nicht so gut an, natürlich. Also wenn ich würde ständig Werbung machen, jedes Spiel komplett zeigen. Aber ich bin jetzt so sogar, sagen wir ihr, also ich will nicht immer die ganze Zeit Spiele durchspielen und mich seelisch und stressig da durchkämpfen. Aber natürlich, gute Spiele werde ich natürlich komplettieren. Bei Minecraft ist das so ein Problem. Das Spiel ist wunderbar, macht mir ja auch wirklich Spaß. Aber da kommen wieder irgendwelche Fehler oder der Content ist alle schnell. Das Spiel ist auch viel zu klein. Ich möchte gerne ein gigantisches Minecraft haben. Aber jeder Mod-Entwickler tut eigentlich
Mods nur schwer machen und mehr Grinden reinbauen und alles Mögliche. Das ist natürlich schwer. Aber ich bin jetzt schon viel kräftiger wieder geworden von der Psyche her. Ich bin ja immer angeschlagen durch Krankheiten und so weiter. Jetzt momentan bin ich schon ein bisschen stärker, aber ich habe natürlich niedrigen Blutdruck. Dann kann es auch sein, dass ich ein bisschen weniger sage. Ja, es ist halt ein bisschen problematisch. Gut. Aber eben bei mir halt nicht so eine Anforderung machen und also nicht sagen ständig, ja, oh, bitte mach weiter oder sonst was. Oder ein bisschen motivieren. Und ja, eben mir geht es überhaupt nicht gut. Also ich habe immer wieder das Gefühl, ich werde irgendwann mal sterben. Weil ich habe so wenigen niedrigen Blutdruck, da könnte ja das Herz plötzlich aufhören zu schlagen und alles. Und niemand kann etwas dagegen machen. Mit höherem Blutdruck kannst du irgendwelche Medikamente nehmen und hast wieder niedrigen Blutdruck, solange es geht. Aber bei niedrigem Blutdruck, da bist du einfach nur noch ein halber Mensch, wenn du niedrigen Blutdruck hast. Jetzt tue ich extra am Abend aufnehmen, dass ich genug fit bin, weil ich ja abends einfach am besten fit bin. Und hoffe einfach, dass es besser geht, oder? Ja. Aber eben von YouTube selber, von der Community hast du meistens sehr viel Stress. Die meisten wollen einfach nicht wahrhaben, dass der krank ist. Und ja, disliken. Vor ungefähr 2 Wochen, als ich da so viel gelivestreamt hat, hatte ich recht viele Dislikes wieder. Weil die Leute einfach gedacht haben, ja, er macht jetzt dieses nicht mehr, er tut noch Livestreamen und so. Natürlich, ich habe gelivestreamt, damit ich ein bisschen mehr Ablenkung habe von der Krankheit, ein bisschen den Blutdruck nach oben bringen kann. Und nicht, weil ich jetzt sage, ja, ich bin jetzt nur noch ein Livestreamer und störe euch da irgendwie, ja. Das eben nicht. Einfach, dass das mal gesagt wurde, dass ich halt ja nicht so ein richtig professioneller YouTuber, Livestreamer bin, beziehungsweise ja, Let's Player. Ich bin ja lieber ein Livestreamer, aber ich komme halt nicht weiter. Ich muss Let's Plays machen, um Abonnenten zu bekommen und Leute, die aktiv sind. Das geht nicht über Livestream. Obwohl ich eben Livestream lieber mache. Ja, ich habe jetzt immerhin mit dem Millionaires Mod jetzt wirklich einen tollen Mod wieder, den ich aus der Vergangenheit, also es, ja, vor ungefähr 4 Jahren war das, richtig gern gehabt habe, viel gespielt habe mit ihm, auch wenn er extrem limitiert ist. Die sollten endlich mal machen, dass man größere Städte machen kann. Aber das geht nicht so gut. Ja, und eben, ich muss halt auch mal ein bisschen wachsen. Es macht nicht immer Spaß, so klein zu sein. Okay, er ist erbaut in diesem Haus, scheinbar. Ein bisschen falsch herum. Ja, da gibt es noch keine Quests und man muss halt immer warten. Okay, dass wieder eine der Quests gemacht hat. Gut ist, dass es irgendwie so ein landwirtschaftliches Dorf ist und kein Militärdorf mehr. Das war schlimm, da musste man ihnen immer wieder helfen, weil sie nicht selber produzierten. Später dann 2 Miner gemacht haben, aber die waren so langsam, haben die gemeint. Und vor allem eben nur Clay und Gravel und so Sachen. Die brauchte man immer ewig, um ein Dorf zu machen. Ich hatte eine Singleplayer-Welt natürlich, eine Survival-Welt, und dort hatten die überhaupt keinen Platz. Es waren 2 Schluchten im Weg und ein Lavasee. Die konnten dort einfach nicht rüberbauen und alles. Deshalb habe ich im Flat World mit Kreativ jetzt mal ein bisschen angefangen, um mal den Mod ein bisschen anzuschauen. Und eben, ich muss es halt dann wieder wagen, ein Let's Play daraus im Survival-Modus zu machen.
Aber eben, ich muss ein bisschen lernen. Weil der Mod ist nicht gerade sehr, ja, dass man alles jetzt gerade weiß, wie es geht. So scheinbar, was macht denn der andere dort? Hat's zwei? Ah, der stellt her, Fachwerk, ich muss auch lesen. Das ist ja der Bauer, also der Erbauer von Häuser. Mineur, ah nein, das ist der Schöfer, wo ist denn der Bauer? Hä? Ja, ich sehe jetzt, ich habe ein bisschen niedrigen Blutdruck. Ich komme da nicht so gut nach. So viel Gedanken kann ich jetzt gerade nicht machen. Ja, das ist neu hier. Dann ist hier der. Okay. Eine Frau. Ja, ein bisschen Bodin oder Tribesmaids. Die Materialien. Also irgendwie etwas anderes zu essen geben. Ein Apfel. Ja, Curry ist wahrscheinlich eher auch für die Japaner oder für die Inder gibt es, glaube ich, noch. Und Mayas gibt es, glaube ich, auch noch. Aber ich weiß jetzt nicht. Lammkoteletts, das ist doch etwas für die. Ah, die gibt jetzt gerade gar keinen. Also, immer wenn die da in der Nähe sind von diesem Hauptplatz, dann reden sie nicht. Oder wenn sie plaudern, dann kann man auch nicht sie anreden. Ah, das ist sie, okay. Sehr bereist, also wahrscheinlich muss man hier irgendwo in der Nähe, gibt es so eine Raststätte, so ein Gasthaus. Ah, die kann man auch kaputt machen. Okay, gibt jetzt gerade nichts, aber andere geben. Da ist es. So. Oh, das Video ist schon lange. Viel erzählt. Ja, Farmcraft ist auch drin. Hier sind diese, wie sind die? Aura-Note. So. Erfolg erzielt, Entdecker. Eine Auberge. Französisch. Also normannisch. Boudinois. Das ist ein Boudinois. Ich habe eigentlich genug Geld. Ne, kaufe mal einen. Die haben noch Tribes. Tripes. Tripes. Die Tripes. So richtig französisch hier alles. Ich glaube, der Modder ist auch ein Franzose. Deshalb ist auch nicht so gut Deutsch übersetzt. Ja, in der Flat World ist es alles schwer, aber ich finde im Sing, also im Survival in der normalen Welt sind dann viel zu viel Timecraft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den leider rausschmeißen muss für diesen Mod hier. Aber wir können es ja nochmal probieren im Let's Play dann. Und ich mache jetzt mal am besten noch ein Livestream davon, wenn ich noch Zeit habe. Ja, für mich morgen, für euch wahrscheinlich heute. Gut, und beginne mit Iron. Schade finde ich auch, dass die Flat World nur 3 Meter tief ist. Ich kann euch kurz zeigen bei diesem Dorf. Hier hat es ja diesen Wassergraben ringsum die Festung und die war da durch, also wenn man jetzt hier weggrabt, das habe ich jetzt gebaut hier noch, ist leer, also die haben da einfach alles abgebuddelt, oder? Und dann sind 2 Leute runtergestürzt und die waren lange vermisst. Ich dachte immer, die werden dann irgendwo im Haus wieder gespawnt, die sterben auch gar nicht richtig. Leider nicht. Und hier bei diesen 2 Steinmetz-Ding,
hat es auch an zwei Stellen Sand gehabt und dadurch Löcher. Ist nicht so gut in der Flat World. Vielleicht sollte man eher angepasst machen. Aber ich habe es jetzt einfach in der Flat World gemacht, damit ich alles mal ein bisschen anschauen kann. Weil eben ist schon 4 Jahre her, da habe ich auch ein bisschen angeschaut damals und da war nicht so alles bug gefixt und so weiter. Da war ich immer wieder an einer Stelle, wo dann einfach irgendwie ein solches Waldstück gefehlt hat oder eben ein Miner bzw. Steinmetz. Und dadurch ist man immer wieder zu einem No Way gekommen. Jetzt haben sie es scheinbar gefixt. Ich habe jetzt gar nicht die Patch Notes angeschaut von der 1.7.10 Version. Aber das ist toll, dass die endlich mal in einer neueren Version ist. Eine 1.12.2 Version wurde auch angekündigt. Und ich hoffe, dass er weitermacht. Jetzt hat er mein Bett zerstört, deshalb. Die Erbauer, die tun immer etwas zerstören vom Spiel, wenn es im Weg ist. Das ist ja nicht so gut. So, mal hier. Jo. Das ist das Matschmaul, okay. Also sehen Sie. Zitterapfel mal kaufen, damit die auch ein bisschen mehr mich vertrauen. Ich habe ja genug Geld. Eine Tür, bist du verbuggt? Okay. Ja, scheinbar ist noch viel ein bisschen verbuggt, aber es ist dennoch ein mega cooler Mod. Aeon Modpack ist dann auch übrigens Mine Colonies wieder drin. Könnten wir schon irgendwas aufbauen. Aber es ist natürlich so, dass Monster und so weiter extrem schwer sind in diesem Mod und deshalb können wir dann immer wieder Leute verlieren vom Dorf. Ich mache das am besten dann einfach so, dass ich näher des Dorfes Peaceful stelle. Das kann ich während des Livestreams dann auch machen, obwohl ich bin ja dann im Survival-Mod. Ich werde immer dann angegriffen und nicht die Leute. Müsste dann Leute anheuern und die sind teuer. Ja, werde ich lieber nicht machen. Einfach weil die Mods halt nicht gehen, wenn man immer wieder mit Monster zu tun hat. Vor allem mit Creepern. Dann ist alles kaputt. Und die reparieren nie etwas. Die wissen gar nicht, was reparieren ist. Die bauen immer nur die Häuser aus. Und reparieren dann halt ein bisschen. Aber wenn das... Also wenn jetzt etwas zu kaputt ist und nicht ausgebaut wird, geht es nicht. Und wenn man hier auf der Map schaut, ist es extrem limitiert. Also hier außen bei der Hellen, da wird eigentlich nicht mehr so gebaut. Einfach die Gebäude, die noch ein bisschen rauslappen, ein bisschen ja, größer sind oder ein bisschen weniger Platz haben, können noch ein bisschen draußen sein. Und ja, hier hat es die verschiedenen Farben. Selben Rot ist zum Beispiel gefährlicher Bereich. Das hatte ich 3 Mal in meinem Survival-Dorf. Ist auch eben nicht so gut. Okay, sie brauchen Bruchstein. Gebe ihnen immer ein Stack, weil die brauchen sofort eigentlich wieder dieses Zeug. Ja, das ist nicht so gut. Mal kurz drauf schauen. Ja, ist alles gut. Was wird denn gemacht? Oberäsche. Okay, eine Taverne. Ein bisschen mehr reden könnten sie eigentlich auch, aber manchmal erzählen sie nur so, was sie gerade machen oder haben. Irgendein Problem mit der Lieferung oder sonst irgendwas. Und sonst reden die überhaupt nichts. Also eben hier ist es ist einfach, ja, Französisch. bei den Byzantinern sind sie wenigstens ein bisschen Deutsch, also es wird wenigstens übersetzt. Ah, ich glaube, das ist eher, weil ich nicht so Reputation habe hier, also nicht so viel Ansehen. Ja. So
wird wahrscheinlich dann bald mal übersetzt werden, wenn wir ihnen mal ein bisschen helfen. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie sonst noch brauchen oder was sie viel haben. Weil die Kisten sind leer hier. Okay, Fachwerk. Ich kaufe denen ein bisschen Fachwerk ab. So. Gut. Und auch die Sachen reinlegen. So, Fachwerk. Die Äpfel muss ich jetzt auch nicht mehr haben. Gut. Irgendwo ist so ein Anführer, der wahrscheinlich. Ja, das ist auch wieder die Quest. Vielleicht hat die eine Verbindung. Ja, eben bei ihr haben wir es auch. Aber irgendwie finde ich einen Dorfanführer gar nicht. Der da? Gildenmeister. Ja, nehmen wir einfach mal an. Okay, jetzt. Kauf Petit Terrain. Ich mache mal bei denen kein Haus. Ich habe ja ein Haus bei den Byzantinern, damit sie mehr Platz haben zum Bauen. Ja, es gibt recht viele Sachen aber hier. Bei einem nächsten Dorf. Ja, Beziehungen haben sie eigentlich recht gut, außer bei denen. Also mal loben. Ja. Also eben, man kann noch nichts machen hier. Also das ist wahrscheinlich, weil ich ja ein Dorf gegründet habe, weil ich der Anführer bin sozusagen. Grand Terrain, Kauf Petit Meisen. Ich mache das einfach nicht in diesem Dorf. Das zeige ich euch dann mit einem anderen Video. Vielleicht im Let's Play dann. Ja, er hat wahrscheinlich nichts. Nö. Die Holzfäller haben immer wieder eine Quest mit dem Getränk von den verschiedenen von den Völkern. Hä? So, bei ihm vielleicht. Ja, okay. Gut. So. Also ich mache so als Livestream Let's Play mit diesem Modpack. Das ist eben noch nicht so gut, weil... oh, ein Brunnen gemacht. Okay, super. Von Byzantinern sind die Brunnen so richtig Cobblestone, sieht mega hässlich aus. Aber hier ist schon ein bisschen besser. Ah, ich dachte, es war ja dunkel. Langsam. Glas, Eisenbahn. Glas und Eisenbahn. Bruchstein sehr viel. Oh, jetzt habe ich das wieder. Wollte ich hier klicken. Was war's? Glase. Und ja. Ein Holz. Okay, eine Schmiede diesmal. Gut, dann wird das auch noch gebaut. Kinder 4 Stück. Ah, da sind sie ja. Gut, mal schauen, wo es gebaut wird. Hier haben wir nämlich eine Karte. Hier. Oh. Im Süden irgendwo. Ah, hier drüben irgendwo, hä? Hä? Es wird ausgebaut, okay. Steht nämlich nie, dass es ausgebaut wird. Steht nur eine 2 dran und ich sehe die 2 wahrscheinlich nie. Nee, ist nicht hier, ist da drüben irgendwo. Ich komme nicht hier raus. Doch, es muss hier sein. Ja. Ist eben eine Frau.
Also wird auch ausgebaut. Ja, man muss viel schauen, wo jetzt gerade gebaut wird und so. Es wird nie gesagt richtig, außer auf der Karte. Und die Karte, die sagt nicht, wo Süden, Osten ist. Aber Süden muss wirklich unten sein. Okay, jetzt wird die Schmiede gebaut. Okay, die Schreinerei wurde noch fertig gebaut, scheinbar. Es wird nie gesagt, wo jetzt gerade noch gebaut wird, beziehungsweise wo das nächste Projekt ist. Das ist alles noch ein bisschen... nervig. Aber gut, der Mod ist wirklich super. Hat halt eben seine Macken noch, aber dafür ja, ist er recht gut. So, leider ist jetzt der Part vorüber. Ich wollte ja unbedingt ein bisschen etwas zeigen noch während dem News sagen. Und ja, das habe ich jetzt ein bisschen geschafft, aber ich wollte eigentlich noch ein Haus, ein Dorf finden. Mal kurz das Schwert noch. Okay, verschiedene Krempel. Ja, ich bin der die heute für den Livestream. Gut. Was ist das hier? Ah, das sind die verschiedenen Nots da. Aurennots. Ja, ich gehe wieder zurück und baue ein bisschen weiter. Meine Stimme ist gerade nicht so gut. Ja, gut. Also, finde ich wahrscheinlich kein anderes Dorf mehr zum Zeigen. Und ich mache ein Dorf dort nicht weiter, mache bei einem Dorf weiter, das noch generiert wird. Und kann dann im nächsten Part oder einfach News-Video dann beim anderen Dorf weitermachen. Ne? Tschüss Leute und ja, einen schönen Tag euch und gute Gesundheit. Nicht so wie bei mir. Tschüss.